Im heutigen Video soll es rund um Provisorien gehen, also um provisorische Zahnkronen. Was gilt es zu beachten? Worauf müsst ihr achten? Wann müsst ihr wieder vorstellig werden? All das besprechen wir gleich. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Johann Felkner und wir sind heute wieder in unserer Praxis in Leipzig, in der wir uns den Zahnerhalt eurer Zähne auf die Fahne geschrieben haben. Doch bevor wir zum eigentlichen Video kommen, habe ich eine kurze Bitte in eigener Sache. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr uns unterstützen würdet und immer up to date bleiben wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Wir freuen uns wirklich über jeden Abonnenten. Ja, jetzt geht's zum eigentlichen Video. Also, erst einmal sollten wir vielleicht die Begrifflichkeit klären. Was sind überhaupt Provisoren und wann braucht man sie? Also, wenn ihr mal dazu kommt, dass ihr vielleicht eine Teilkrone oder eine Krone braucht, dann wird euer Zahn ja in der ersten Sitzung beschliffen. Und ein Provisorium braucht man in der Zwischenzeit von der ersten Sitzung, wo beschliffen wird, bis zur fertigen Fertigstellung der Krone oder Teilkrone. Also ein Zwischenüberbrückungsglied quasi. Woraus besteht das? Also in der Regel besteht so ein Provisorium oder so eine provisorische Krone, Teilkrone eben aus einem Kunststoffmaterial. Es kann aber auch in einzelnen Fällen, also indirekt im Labor hergestellt werden oder manchmal, wenn man zum Beispiel eine alte Krone neu macht, kann man auch diese alte Krone umarbeiten und als Provisorium verwenden. Und warum braucht man überhaupt ein Provisorium? Also das Naheliegendste bei Vitalen, also Zähnen, die leben, ist, dass wenn man natürlich den Zahn beschleift und man würde den einfach so lassen, wäre der sehr empfindlich und er hätte ziemlich sicher Schmerzen. Damit ihr die Schmerzen in dieser Zwischenzeit nicht habt, würde man eben zum Schutz des Zahnes dieses Provisorium einkleben, damit diese Überbrückungszeit, die übrigens in der Regel, es kommt darauf an, je nachdem wie schnell dieses zahntechnische Labor diese Krone oder Teilkrone herstellt, aber so in der Regel würde ich sagen 5 bis 7, maximal 5 bis 10 Tage muss man sowas überhaupt tragen. Manchmal, je nachdem wie das Labor ist, auch deutlich ein kürzerer Abstand. Das ist der erste Grund, also um Schmerzen zu vermeiden. Dann, was auch auf der Hand liegt, ist, wenn ihr beispielsweise eine Frontzahnkrone bekommt, also im Frontzahnbereich euer Schneidezahn beschliffen wurde, dann kann man natürlich auch die Patientin nicht ohne Provisorium aus dem Haus lassen sozusagen, weil das ästhetisch sehr einschränkend ist. Dann könnt ihr quasi nicht lächeln, nicht lachen, das wäre eher schlecht. Und dafür eben auch aus ästhetischen Gründen eine provisorische Versorgung. Dann ist es auch so, dass wenn wir den Zahn beschleifen, habt ihr ja nicht mehr diese Kontaktpunkte. Ne? Wir stellen uns mal vor, wir haben jetzt beispielsweise einen Unterkiefer-Backenzahn. Der wird beschliffen, das heißt zu dem Zahn davor und zu dem Zahn dahinter habt ihr keinen Kontaktpunkt mehr, wenn er beschliffen ist. Und der Zahn hat keinen Kontakt mehr zu dem Zahn oben. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass die Überbrückungszeit maximal vielleicht 10 Tage sind. Das heißt, natürlich verschiebt sich euer Gebiss nicht komplett und die Lücke wird auch nicht zugehen oder ist auch nicht so, dass der Zahn sich gleich verlängert. Aber Zahnmedizin ist eben ein Hochpräzisionshandwerk. Das heißt, da geht es wirklich um 0,1, 0,01 Millimeter, die sich das vielleicht doch schieben könnte. Und das würde man dann eben darin merken, dass die Krone dann schwer reingeht, dass sie nicht richtig passt, dass man viel einschleifen muss. Und das möchte man natürlich vermeiden. Und müsst ihr euch vorstellen, wenn der Zahn beschliffen wird und man den Abdruck oder den Scan macht, ist das ja der Ist-Zustand. Und nur das sozusagen, oder das möchten wir genauso erhalten, bis man die fertige Arbeit einsetzt. Und dazu braucht man auch das Provisorium. Was ist jetzt also zu beachten während der provisorischen Versorgung, während man diese provisorische Krone im Mund hat? Also, wie der Name schon sagt, ist es ja ein Provisorium. Das heißt, es ist nicht so belastbar wie die spätere Krone oder der eigene Zahn. Das heißt, richtig feste Sachen, also Kokosnüsse, Findlinge, was man halt so isst, hat es eher auf der Seite, wo das Provisorium nicht ist. Ja? Weil die sind eben nicht so stabil, als würde man so harte Sachen essen können. Dann kann es schon sein, dass man ihn verliert und das wäre, das ist unnötig. Was Provisorien auch wirklich hassen, sind sehr stark klebende Sachen. Zum Beispiel, ohne dass wir jetzt dafür für die Firma Werbung machen wollen, aber Mauam, Stork Riese, irgendwelche Hubba Bubba Kaugummis, die sind super, aber die können eben so ein Provisorium sehr, sehr leicht rausziehen. Was man trotzdem machen kann, ist, dass man, und auch sollte, ist, dass man das Provisorium ganz normal putzt, also so wie ihr auch eure Zähne sonst putzt, Provisorium putzen. Das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, ist Zahnzwischenraumpflege, das heißt Zahnseite müsst ihr gucken, wie es geht, wenn dann nur wirklich sehr vorsichtig, weil klar, das Provisorium ist, wie gesagt, von der Randgestaltung nicht so dicht wie die fertige Krone. Das heißt, es kann sein, ihr geht mit der Zahnseite rein und zieht es euch komplett raus. Dann ist jetzt die Frage, wann muss man, wenn man jetzt so ein Provisorium verliert, muss man überhaupt zum Zahnarzt? Wann muss man zum Zahnarzt? Und das sollen wir jetzt mal klären. Also, wenn der Zahn vital ist, also wenn der Zahn noch lebt, dann ist natürlich der Instinkt, dass man relativ zeitnah zum Zahnarzt geht, weil er einfach wehtut. Das ist wirklich, ist auch okay. Und natürlich in ästhetischen Bereichen wird man auch von sich aus relativ schnell gehen, weil man natürlich nicht mit dieser Zahnlücke so lange rumlaufen möchte. Ne? Aber wenn der Zahn beispielsweise nicht mehr vital, also nicht mehr lebend ist,
also dementsprechend Wurzelkanal behandelt, dann muss man einfach gucken, wie lange, also wann habe ich den Fertigstellungstermin bei meinem Zahnarzt oder bei meiner Zahnärztin. Wenn das in, sage ich mal, in das maximal 3 Tage oder weniger ist, dann muss man nicht unbedingt nochmal zur Praxis gehen und sich das Provisorium wieder einsetzen lassen. Das kann man dann, also 3 Tage ist okay. Was auch vollkommen okay ist, wenn ihr, weil meistens passiert das Freitagnachmittag, wenn ihr Freitagnachmittag das Provisorium verliert, dann müsst ihr nicht in den Notdienst, müsst ihr nicht machen. Wie gesagt, wenn ihr ganz schlimme Schmerzen habt, bei der sehr auf Kälte oder Wärme reagiert, dann ist das vollkommen okay, macht das. Und auch wenn es im ästhetischen Bereich ist, dann kann man es auch machen. Aber sonst muss man das nicht machen. Also da könnt ihr euch echt entspannen und dann lieber Montag bei eurem eigenen Zahnarzt, eigene Zahnärztin dort das machen lassen. Und wie gesagt, wenn der Abstand zum Einsetzen auch kurz ist, dann muss man es auch nicht unbedingt hier einsetzen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar offene Fragen zum Provisorium beantworten. Ich hoffe, das ist soweit alles verständlich gewesen und ihr vielleicht... Hat der eine oder andere ja schon mal ein Provisorium getragen und kann seine Erfahrung mit uns teilen, wie das so war, ob was verloren hat, ob es lange gehalten hat, wie es war. Und wie immer freuen wir uns sehr über Kommentare, um mit euch auch im Kontakt zu sein. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt es gerne. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Video. Bis ganz bald. Macht's gut.